Thomas Forschbach von Werde Musiker. Du bist hoffentlich hier, weil du in dem vierten Teil meines Piano-Tutorials Die fabelhafte Welt der Amelie gesehen hast, dass da ein kleiner Fehler ist, beziehungsweise dass es sehr missverständlich zu verstehen ist. Deswegen dieses Video. Solltest du nicht deswegen hier sein, kannst du das Video auch jetzt wieder verlassen und zu meinem kompletten Amelie-Tutorial gehen. Das findest du in der Playlist, die ich in der Videobeschreibung unten gepostet habe. Also da siehst du alle vier Videos und dann solltest du auch mal kurz zu diesem Video zurückkommen. Okay, genug geschwafelt. Ich zeige dir jetzt nur einen Teil. Den restlichen Teil nimmst du bitte wieder Video 4. Und zwar geht es nur um diesen Teil. Fertig. Die anderen Teile siehst du halt in Video 4. Die sind alle richtig erklärt. Aber gleiches Vorgehen. Ich zeige dir ganz langsam, ganz kurze Ausschnitte, die du dann bitte ganz oft wiederholst. Also, erster Ausschnitt ist dieser hier. Fertig. Den ganz oft wiederholen, bitte. Dann der zweite Ausschnitt. Dann die beiden vorherigen zusammen. Ja, das kann dann später so aussehen. Okay, jetzt kommt der nächste. Ich gehe nur hier links mit den äußeren beiden Fingern nach unten und die rechte Hand spielt Folgendes. Das war's schon. Nur dieser Teil, den wollte ich nochmal ein bisschen deutlich erklären. Da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, das tut mir leid. Aber ich habe es da markiert und du wirst direkt, wenn du zu dem anderen Video wieder gehst, sehen, wo es weitergeht. Auch das habe ich entsprechend markiert. Okay, viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Video. Danke.